Namaste aus Nepal. Wir möchten Sie über die umstrittenen Gebiete zwischen Nepal und Indien informieren. Diese umfassen die Regionen von Limpiadura bis Kalapani an Nepals Nordwestgrenze zu Indien und China, sowie die Region Susta an Nepals Südgrenze zu Indien. Der offene Streit begann im November 2019, als Indien unabgestimmt eine neue politische Karte Indiens einschließlich der umstrittenen Regionen veröffentlichte. Hinzu kam, dass Indien am 8. Mai 2020 eine Verbindungsstraße durch das umstrittene Gebiet über den Lipu-Lake Pass nach Mansarovar in China eröffnete. 2015, nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal, haben China und Indien vereinbart, dass die über den Lipu-Lake Pass Handel betreiben und Pilgerfahrten gestatten wollen. Nepal reagierte 2015, 2019 und 2020 jeweils mit diplomatischen Noten an Indien und 2015 auch an China. Die Streitigkeiten und die Gebiete an Nepals Nordwestgrenze gehen auf die unterschiedliche Auslegung des sogenannten Sugauli Treaty von 1816 zwischen der damaligen East India Company und der nepalesischen Regierung zurück. Hierin wurde festgelegt, dass der Fluss Kali, welcher in Limpiadura entspringt, die Grenze zwischen den beiden Ländern darstellt. Heran hält Nepal fest. Indien hingegen behauptet, dass der Fluss Kali ca. 16 Kilometer östlich von Limpiadura beginnt. Auf dieser Basis hat sich Indien seit 1962 ca. 372 Quadratkilometer Land in dieser Region angeeignet. Weitere 145 Quadratkilometer Land in Susta im Süden Nepals werden durch Indien beansprucht. Weil sich der Lauf des dortigen Grenzflusses Gandak über die Jahre verschoben hat. Indiens Regierung hat Nepals diplomatische Note zur Kenntnis genommen und mehrfach Dialogbereitschaft zu einem gegebenen Zeitpunkt zugesichert. Ein 2014 zwischen den beiden Staaten auf Ebene der Außenminister vereinbartes Verfahren brachte bisher jedoch keine Fortschritte. Vor diesem Hintergrund möchten wir erklären, dass die Veröffentlichung der Karte mit umstrittenen Gebieten durch Indien und der unilaterale Straßenbau einen Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen darstellt. Wir fordern Indien auf, die UN-Charta einzuhalten und den Grenzstreit auf diplomatischen Wege im Dialog zu lösen. Wir würden es begrüßen, wenn Sie uns bei diesem Prozess unterstützen würden, um eine dauerhafte, friedliche Lösung für diese Angelegenheit zu finden. Vielen Dank. Namaste.